Okay, weiter geht's, meine Freunde. Okay. Solar-Robo oder was? Wow. Ah, ihr seid alle da. Vater, es geht hier. Was ist das für ein Ort, Herr Geschäftsführer? Okay. Verdammt. Ich hätte nie erwartet, sie für eine solche Situation einsetzen zu müssen. Seht mal, all diese Gebäude und Apparaturen. Nicht anfassen. Am Ende drückst du noch den Selbstzerstörungsknopf. Selbstzerstörungsknopf? Ah, du willst mir nur Angst machen. Herr Geschäftsführer, wissen Sie etwas über die Invasion dieser sogenannten Alias Academy? Was ist denn nur los? Warum haben sie die Araimon Junior High zerstört? Also, eines weiß ich sicher. Einen solchen Vorfall hat es bisher noch nie gegeben. Ihr solltet wissen, was sich vorgeht und was für Kräfte diese Wesen besitzen. Lass es mich erklären. Sonny, vielleicht ist es einfacher, Ihnen das hier zu zeigen. Was ist das, Herr Smith? Ein Video? Ja, wir haben diese Bilder soeben von der Fußballvereinigung erhalten. Macht euch auf was gefasst. Das ist nichts für schwache Nerven. Wir sollen uns auf etwas gefasst machen. Das klingt aber gar nicht gut. Bereit? Dann fangen wir an. Moment mal. Die kenne ich doch. Das sind die Leute von der Kirkwood Junior High. Richtig. Die alte Schule eures Freundes, Axel Blaze. X Academy ist auch da an den Kirkwood Junior High aufgetaucht. Verdammt, die übertreiben, aber es ist richtig. Eine so starke Mannschaft und selbst sie konnten gegen Aliens nichts ausrichten. Sie sehen genauso aus wie die Aliens, die unsere Schule angegriffen haben. Ja, und unsere Informationen besagen, dass außer den Kirkwood noch weitere Schulen betroffen sind. Anscheinend wurden fast alle Schüler, die an der Football Frontier teilgenommen haben, angegriffen. Was? Es mag unglaublich klingen, aber wir wurden anscheinend tatsächlich von einer Alien-Fußballmannschaft angegriffen. Aber Sie können doch nicht wirklich... Ich weiß, es klingt verrückt. Aber Ihren Kräften nach zu urteilen, könnten Sie das sein, wofür Sie sich ausgeben. Also, die Mannschaft ist nicht allein im Universum. Und unsere komischen Nachbarn haben nichts Besseres zu tun, als uns mit Fußball zu bekämpfen? Interessant. Warum ausgerechnet Fußball? Gute Frage. Ja, ich hab's. Fußball ist ein so genialer Sport, dass es sich bis an Ende des Universums ausgebreitet hat. Das glaubst du auch nicht, oder? Marc, du redest dummes Zeug. Ja, du sagst es. Vater, was wirst du unternehmen? Nun, meine Nachforschungen laufen noch. iPhone, Smartphone. Hallo? Was? Ja, verstanden. Ja, auf Wiederhören. Wer mag das gewesen sein? Hört mal alle her. Schlechte Nachrichten. Die Umbrella Junior High ist soeben von einem bevorstehenden Angriff gewarnt worden. Umbrella Junior High? Resident Evil? Aber sie haben doch gar...
gerade erst die Genehmigung erhalten, eine eigene Fußballmannschaft aufzustellen. Ihre Mannschaft steht noch ganz am Anfang und jetzt soll auch noch Schulis zerstört werden? Das ist so unfair. Herr Geschäftsführer, wir werden zu Umbrella Junior High fahren und uns der Aliens entgegenstellen. Aber es war schon schlimm genug, unsere eigene Schule, unseren Fußballplatz und unser Clubhaus in Trümmern zu sehen. Ich lasse es nicht zu, dass wir ein weiteres Team das erleiden muss. Er hat recht, mir ist egal, woher diese Alias-Typen kommen. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie nicht einfach die Schulen anderer Leute zerstören können. Genau, das machen wir. Wir können sie besiegen. Wenn die amtierenden Meister der Football-Frontier es nicht schaffen, dann schafft es niemand. Was mit den Bohren? Wir werden vorsichtig sein, Herr Geschäftsführer. Aber wir müssen es versuchen, bitte. Ich kann euch wohl sowieso nicht aufhalten. Ihr habt meine Erlaubnis. Okay, weiter geht's. Aber seid vorsichtig. In der ganzen Umgebung sind Leute, die unter dem Einfluss der telepathischen Fähigkeiten von Alius stehen. Wenn ihr ihnen begegnet, werden sie gleich ein 4 gegen 4 Spiel anzetteln. Seid wachsam. Machen Sie sich um uns keine Sorgen. Für ein Fußballteam sind wir immer bereit. Okay. Hör mal, Mark. Von euch liegen viele Gefahren. Du weißt nicht, was auf euch zukommt. Wenn ich etwas herausfinde, was euch nutzen könnte, werde ich es in meinen Blog schreiben. Wie oft werde ich hier gestört? Wenn ich etwas... Ja, okay. Das hatten wir. Was war noch gleich ein Blog? Du hast ein Gedächtnis wie ein Sieb, Mark. Ein Blog ist wie ein Tagebuch, nur dass es im Internet steht und jeder es lesen kann. Ach, ein Blog meinst du? Sag das doch gleich. Ich schreibe gleich mal einen Eintrag, damit du auch sehen kannst, was ich meine. Da, das bedeutet, dass ein neuer Eintrag da ist. Schau ab und zu mal rein. Ich schreibe Einträge zur Mannschaft und allem, was ich sonst noch rausfinde. Du findest meinen Blog im Menü unter Info. Wenn du mal weiter weißt, dann könnte ich meinem Blog einen Hinweis hinterhalten. Alles klar, ich gehe ins Krankenhaus, um Axel Bescheid zu sagen. Danke, Silvia. Silvia und ich gehen mit dir und der Mannschaft zum Umbrella Junior High, Mark. Gute Idee. Als Journalistin muss ich immer auf dem Laufenden sein. Und das hier sieht nach einer Story des Jahrhunderts aus. Auf geht's zum... auf... Was steht da? Zum Schulhof und dann weiter zum Umbrella. Zeigen wir diesen Aliens, wie man auf der Erde guten Fußball spielt. Ja, okay. Und tut mir leid wegen dem Bogen, das werde ich dann rausschneiden, das werdet ihr nichts davon mitbekommen. Ein Kommandozentrum an solchen Ort? Warum nicht? Es ist wohl unmöglich, dich aufzuhalten. Du hast meine Erlaubnis. Pass auf dich auf. Das Video war furchtbar. Ich hoffe, es geht dem Kirkwood Julian gut. Oh, jetzt kommt die Scheiße mit den Fußballkämpfen. Jetzt werde ich von jenen angegriffen. Wenn der Mannschaft kommt, die wir noch nicht kennen, lasse ich die. Wenn da welche sind, die kennen, dann schneide ich die raus. Wer seid ihr? Hehehe, hier geht's nicht weiter. Lord Janus hat uns befohlen, euch nicht durchzulassen. Also Margus hat euch empfohlen, von Konotiger nicht uns durchzulassen. Verstehe. Janus? Ah, ich verstehe. Ihr steht unter der Kontrolle des Aliens, was? Na gut, wie ihr wollt. Mannschaften, macht euch bereit zu spielen. Wir zeigen denen, was wir drauf haben. So. Du mal so. Ach komm, wir nehmen ihn mal Wolli. Der kriegt er sowieso nicht mehr. Sag ich doch. Tolle
Neues Tor! Das sind Schwachmaten für mich. Kleine Viecher. Level up! Schwach, einfach mal schwach. Sagt ihr irgendwas Neues? Ah, Experiment und so. Verstehe, verstehe. Okay, die sind neu. Gleiche Taktik, so. Volley. Vorwärts, Reimer! Ich kann es einfach, ich kann es. Ich bin einfach der geborene Inazuma Eleven Spieler. Soll ich leveln gehen? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Oh, verschlossen. Huh, das Tor ist verschlossen. Und auf dem Fußballplatz ist auch keiner. Wie seltsam, vielleicht wissen sie noch gar nicht, dass die Aliens zu ihnen unterwegs sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was hat das? Ein Erdbeben? Ah, Mark, sieh mal, da drüben. Oh. Was ist das denn für ein Viech? Das sind doch die gleichen Aliens, die auch an der Reim und Junior aufgetaucht sind. Verflixt, ich bekomme das so nicht auf. Hey, hallo, hört mich jemand? Keine Antwort. Du glaubst doch nicht, dass die Aliens schon alle Leute hier erwischt haben. Hoffentlich nicht. Es muss doch einen Weg nach drinnen geben. Es geht nicht anders. Wir müssen über das Tor klettern. iPhone. Diese Telefonnummer kenne ich nicht. Wer könnte dich denn ausgerechnet jetzt anrufen? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Hallo Nelly. Ach, die Person kenne ich. Mit wem spreche ich da? Du könntest ruhig etwas höflicher sein, Nelly. Dein Vater hat mir die Nummer gegeben. Mein Vater? Ihr seid also an der Umbrella Junior High angekommen. Ich hätte erwartet, dass ihr ein wenig schneller wärt. Sagen Sie mir einfach, wer Sie sind, und zwar jetzt. Dafür haben wir keine Zeit. Ich will gleich zur Sache kommen. Geht vor dem Schultor, auch links, und ihr werdet einen Abschnitt des Schuhmauer finden, der eingestürzt ist. Von dort aus gelangt ihr auf das Schulgelände. Warten Sie! Sie hat aufgelegt, vielleicht war sie es, die mein Vater vorhin angerufen hat und vor dem Angriff auf die Umbrella gewarnt hat. Dein Vater hat eine geheime Quelle, die ihr mit Infos versorgt? Das ist cool. Ich will auch so eine Informanten. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um von einem aufregenden Leben zu träumen. Laut der Frau am Telefon kommen wir in die Schule, wenn wir von hier aus links gehen. Ob wir ihr trauen können? Wir haben keine Zeit, uns darüber Sorgen zu machen. Gehen wir einfach los und schauen nach. Warte, Captain! Links vor dem Tor? Die weiß ja ganz genau Bescheid. Ja, fast so, als wäre sie in der Nähe und würde uns beobachten. Was steht denn noch hier rum? Auf geht's! Wir kommen! Din, 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 din. Und du? Hilfe! Da stehen Aliens auf der Fußballmannschaft. Lord, Edmund und ein paar unserer Schüler wollen mit ihm reden. Geht schnell hin und helft ihnen. Ja. Okay, neue. Ob ich das treffe?
Oh, blockiert und so. Grätschen wir mal. Den kriegt er nicht mehr. Sag ich ja. Tolles Tor! Okay. Und du? Ich hoffe, dass es den Leuten an den anderen Schulen gut geht. Ah. Eine Alien-Invasion auf dem Versorgplatz? Da ist doch was faul. Oh. Ich gebe auf. Verschont mich. Ihr großen Herrscher. Oh, es sind die Raimund-Spieler. Ah, schlag doch nicht an mich heran. Meine Nerven sind gespannt wie Drahtseile. Oh, das ist gruselig. Okay, paar neue Gesichter. Den kriegt er niemals. Puh. Vorwärts, Raimon! Okay. Und wir sehen uns das nächste Mal. Jetzt.